So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Ausgabe, Folge hier von South Park The Fractured But Whole. Und ich muss schon gleich einmal vorwarnen für diese Folge, denn es könnte gleich passieren, dass ich einen Anruf erhalte und diesen dann auch annehmen muss. Denn heute wird mein neues Sofa geliefert von Ikea. Von Ikea höchstpersönlich. Und dieses sollte eigentlich zwischen 7 und 14 Uhr ankommen. Es ist jetzt 14.28 Uhr. Ich habe weder einen Anruf bekommen, noch hat es wer geschickt. Von daher, vielleicht passiert gleich was. Ja, ist dann auch. Ja, sollte dann auch eigentlich ganz entspannt gehen. Vielleicht denken die sich aber auch. Ja, vielleicht denken die sich aber auch, nö, wir skippen den Anruf und klingeln direkt, wenn sie da sind. Und dann könnte es sein, dass man sehr laut. Nee, die Klingel sieht man nicht. Aber dann könnte es passieren, dass man sehr laut gleich die Klingel hört und ich mich wahrscheinlich erstmal erschrecke. Oh, verpiss dich. I'll workshop it later. Warum kann ich den jetzt nicht angreifen damit? Das verstehe ich nicht. Achso, jetzt geht das, hä? Habe ich irgendwas anderes aus Versehen gedrückt? Spare Change. Ein bisschen Kleingeld. Hey, ja. Den kennen wir noch gar nicht. Was ist das denn? Feuer entlang zweier diagonal verlaufender Feuerlinien. Wirf Schraubenzieher, um Schaden und Rückstoß zu verursachen oder zuzufügen. Und das ist Heilung. Heile und erfrische Verbündete. Okay. Machen wir doch einfach so, würde ich sagen. Alter! Ich glaube, das war gar nicht mal so schwach. Ein HP. Das ist immer, das tut immer weh. Es tut mir wirklich weh. Na komm, Junge, wir müssen aufladen. Boom. 111. Ah, was juckt mein Gesicht denn gerade so? Ich hab doch vorhin geduscht. Oh, hält sich in Grenzen. Um ehrlich zu sein. Wen haben wir denn noch? Ja, ich sehe mal wieder nichts. Okay, der steht da hinten. Ja, der trifft ihn aber auf jeden Fall auch. Dann machen wir mal. Ja, Kreuzschraubenzieher, hat er glaube ich gerade gesagt, ne? Ha! Weil Kreuzschraubenzieher sind die mit dem Kreuzlümsel da vorne dran. Aber in diesem Fall war der über Kreuz schießt. Danke, Leon, dass du den Witz erklärst. So, dich finishe ich jetzt. Um. 111 Damage, das kann man schon mal machen, würde ich sagen. Ist okay. Aber irgendwie sind seine Angriffe nicht so geil, finde ich. Also der Diagonalgerät. Egal. Ist ganz nett. Aber irgendwie habe ich halt keinen normalen Angriff. Und man kann auch mit nichts anderem jetzt angreifen, ne? Das ist schon bitter. Diesen flachen Schlachtfeld. Ja, ja, blute ruhig, Stan, ist okay. I can't do shit, stupid home livers. Get in there, new kid. Buttlord wrecked him. Somebody's about to get fixed. Who's gonna be? Hat er gerade gesagt, Buttlord wrecked him oder so? Also wrecked M. Jetzt verstehe ich. Nicht Rektum. Entschuldigung. Oh Mann, das ist doch irgendwie nervig gerade. Der Kampf fuckt mich echt ein bisschen ab. Einfach nur, weil ich nicht klug angreifen kann. That might require therapy to get over. Jetzt soll einfach mal nach unten gehen, dann kann ich auch was machen. Hoho, perfektes Timing. Okay, dann werden wir uns aber schön für Toolshed aufbewahren. Nice one, new kid. Oh, was ist es denn? Aha. Gesichtsvernichtung mit Bohrern. Oh, war ja.
Ich mag es, wie er seinen Schraubendreher, seinen Akkuschrauber immer dreht, so. Ja. Verstandsseifen. Aha. Seifenfilter. Habe ich jetzt keinen Bock nachzugucken. Das auszurüsten. Kann ja keiner von mir verlangen. Steht das? Dann hätte ich wahrscheinlich. Oh, Geld. Stimmt, hier lag ja überall Geld rum, ne? Ich glaube, es gab auch ein Achievement, wenn man hier irgendwie sammle alle Scheiße in Sodosopa rein oder so. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich, kriegen wir da nicht. Hätte ich wahrscheinlich abknallen können, das Ding, ne? Ja. Nee. Achso, muss ich wahrscheinlich anfurzen, ne? Ja. Und ich bin direkt tot? Fragezeichen? Nee. Okay, ich gucke mich gerade nochmal um, ob man da irgendwo oben hinkommt, aber es sieht nicht danach aus. Das sieht gar nicht gut aus. Naja. Ah. Wer angerufen? Nö. Ah, ich jucke im Gesicht. Jucken lecker. Tote Ratte. Ja. Wollen wir mal eine tote Ratte im Inventar haben. So, dann sind wir auch wieder auf der richtigen Map, wa? Do your work. Oh oh. They're here! Coon Francis Imbu! Well, well, the butt-fucking traitor actually showed up. Hey, whoa, whoa, nuh-uh. I said I'd help the new kid, not you losers. Yeah, well, the new kid is a coon friend, and coon friends work together, douche. Come on, we need to get inside this fence. Yeah, tool shed, that's what the new kid wants. Fine. As long as there's a power generator nearby, I can use my dad's sandblaster to clear almost any obstacle. Wow, that is fantastic. That's got it. Coon and friends, let's go. Let's get one thing straight, Shed. I don't trust you. You make one move out of line and I'll shred you. I'm only here for the new kid, fat ass. After tonight, we're sworn enemies again. All right, Classy said the cats all go to one of these storage facilities. Everyone fan out. Here, kitty. Here, kitty, kitty, kitty. Here, kitty, 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 meow, meow. Ach, Craig. Folge tue ich jetzt zum U-Stolz. Au. Das brennt immer noch. Piu. Vorhängeschluss. Was machen? Weiß es nicht. Was machen? Ja. I can't see, Toolshed. I need more of a boost. I thought being a kite meant you could. Müsste dich wieder da hochfurzen, wahrscheinlich. Also, wir waren Schlüssel. Ich meine, den haben wir auch in Stick of Truth mal geholt. Meinen mussten wir da auch holen. You saw Mitarbeiterbereich Schlüssel. Das ist schon ganz cool, dass es auf jeden Fall so ähnlich ist. Da war eine Katze. Ein Katzenkalender. Mhm. Mhm. Oh. Ach, komm ich sogar an. Champion-Anzug. Weißt du, so bei so einem Safe denke ich halt erstmal an, ich muss mir einen Code zusammensuchen. Aber hier nicht. Das ist nett, doch. Oh, wieso juckt mein ganzes Face denn nach Scheiße? Juckt nach Scheiße. Is a kite stereotype. Nanu? Was denn? What'd you find? The fuck? Hello, Coon friends. Coon and friends, come into my parlor. I brought more tinfoil and more minions than you can possibly fathom. I've been given $20,000 to keep nosy people away from this place. What? $20,000 just to keep people from snooping around. But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhanced fit and fuck French chicks? Super Craig. Rome! I'm going to destroy this town and prove that I'm the bad guy, not this new kingpin jerkhead. So long, coon friends. Minions? No, minions, you gotta kill them.
Ah, dang it! God damn it. Alright, let's just find what we're looking for and get out of here. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, Butters. Er wird auch nie schlauer. Bringt nichts. Die Mucke erinnert voll irgendwie an so... Weiß nicht. Die alten Batman-Filme. Also irgendwie so Riddler-mäßig. Oh. Komm ich da auch hin? Frage ich mich. Nehme ich als ein Nein. Ach so. So ist das gemeint. Okay. Wo sind wir denn hier? Hey. Here, kitty, kitty. Oh, hey, dude. Stimmt, die Story hier war ja auch. Oh Gott. Ich weiß ganz genau, dass hier drin. Ich hoffe, ich irre mich nicht, aber ich glaube, hier drin damals war Al Gore. Schweinebärmann und so. Oh Gott. Der Kampf, der mich ein bisschen zur Weißglut gebracht hat. Das ging schnell. Yeah, you just tipped that thing into our path, dude. Fear not, Toolshed. Butthole will use his amazing time powers. Huh? Aha. Ja, ja, krieg ich hin. Don't forget that I have cool powers too. Wie auch immer das möglich ist. Wie auch immer das überhaupt möglich ist, dass die das wissen und die nicht, dem bei ihnen nicht die Zeit zurückspulen, aber ist ja auch egal. Wir wollen hier mal keine Sachen hinterfragen. Da ist auf jeden Fall noch eine Maske. Warte kurz, ich will mich nochmal gerade umgucken. Wenn ich darf. Sperrt. Ach, leck mich doch. Na gut. You didn't really think I wouldn't have a backup plan, did you? Do you not comprehend how many minions $20,000 can buy? Butters, will you just go home? We're trying to find a missing cat. I don't think so, coon friends. Butters, actually, if somebody gave you a bunch of money, by law, that money belongs to our franchise. All of us. Oh, no, you see. More cash means more minions. Let's see how you handle this. Oh. Tatsächlich eine Bedrohung. Ich sehe die Kamera kein. Ja. Beware the harbingers of randomness. Take these foolish mortals down. Ist nicht so. Kann ich das jetzt eigentlich? Kann ich mich selbst verletzen? Ich weiß gar nicht. Also mich selbst heißt, ne? Oh, ich hab mal richtig gemacht, glaube ich. Der Hund hat zum Mindestlohn gearbeitet. Das ist schön. Dass der auch ein bisschen was dafür kriegt, auf jeden Fall. Hier könnte das Gerät tatsächlich gar nicht mal so kacke sein. Aber irgendwie doch. Ah, das ist doch ganz gut, oder? Nehmen wir. Hm. Ups. Well, my lovelies. Entropy. Fucking chaos minion. You're weak, Kite, but I like your color scheme. Kannst du mal als Abwechslung die Fresse halten? Wäre auch eine wundervolle Idee. Okay, welchen machen wir jetzt so? Das ist ja im Grunde genommen egal. Rally against the Coon Friends, minion. Eieiei. Geh mal weg, Hund. Genau. Der lebt noch. Ist das nicht schön? Naja, das ist auf jeden Fall stärker. Oh, das ist so verwirrend. Entschuldigung. Drei Dinge auf einmal zu managen. Das kann ich. Oh nein. Nein. Wusch. Nö. Lieben Spruch von Cartman, ne? Ich wollte es gerade mal sagen. Ach toll. Hm. Ja, dann halt so irgendwie, ne?
the drills. I can't watch. Punch someone for the coon, Fart Lord. Whee! Hey! Oh, well, that's my minion you just beat up. The time Ultima for destruction has come. Embrace the chaos! I hope that really hurt, coon. Wie er spricht. Come down here and face us, you fucking pussy. So, Abrissparty würde ich sagen. Ach, sind sogar noch zwei. Kann aber auch nicht irgendwie alle treffen, ne? Irgendwie so. Nee, irgendwie nicht. Naja, aber ich. Ach komm, hier. Yeah. Oh, habe ich jetzt überhaupt. Habe ich jetzt beide im Visier oder nur einen? Ich hoffe, ich habe beide. Ich hatte nur einen. Oh. Habe ich halt erstmal einen Gratis-Kill verkackt. Warum auch nicht? Das wird nichts mehr mit mir, glaube ich. Oh. Cool. Achso. Jetzt muss ich nur richtig treffen. Natürlich. Alright, boys, we can't just sit here and let him keep messing up our team name. It's Coon time. Oh Gott. Weiter geht die Abrissparty. Warte mal, hier. Das ist doch jetzt eigentlich voll sexy gerade. Auch wenn, Kyle gar kein Damage hat. Eigentlich nur er selbst. Aber manchmal muss man sich fürs Team opfern, ne? Eieiei. Der ist wahrscheinlich... Ne, der ist schwächer, echt? Dann gehe ich erstmal auf den Schwachen. Schwupp. Denke ich mir auch. Fire. Guck mal, ob wir den Kampf noch schaffen in der Folge. Die haben so geile Tennisball-Gerätwerfer da. Hab ich ja ewig nicht mehr gesehen, so ein Ding. Oh oh. Nein. Stan! Hab ich noch ein Wiederbelebungsgerät? Ja. Hoffe mal, dass er auch überlebt. Wahrscheinlich nicht. Sind wir noch 20 HP kriegt? Das ist so lächerlich, ne? Toolshed versus Chaos Minions. Fight! So. Ja, schick. Geil. Ultibereit. Oder Effe. Na Gott, da denke ich doch an Ash vs. Evil Dead, wo er nochmal Effe genannt hat. Ja, ja. Au, ah. I hit the child. See? Ja. Okay, dann gehen wir doch. Warte, plupp. Ah, es sieht echt nicht so viel ab, ne? Egal. Was wir haben, dann haben wir oder so. Immun? Moment. Ja, wir haben schon Damage genommen, oder? Ja. Irgendein Statuseffekt, der das wahrscheinlich noch hatte, von dem ich gar nichts weiß. Quiero luchar. Son of a... Your minions are no match for my claws, Chaos. Naja. Ah, komm, machen wir den erstmal weg hier. Dann kriege ich natürlich die Dreier-Kombo hin. Das ist auch schon wieder scheiße, weil kann ich auch schon nichts treffen. Doch, den Kollegen. Die einzige Möglichkeit.
Obwohl, ich hätte die andere Attacke nehmen können. Und die beiden schnetzeln können. Ich Idiot. Naja, egal. Butler's really giving him shit. Listo. Oh oh. Ey, immer auf ihn, ne? Immer auf den armen Stan. You didn't deserve that turn anyway. Earth's mightiest kite. Der muss weg. Das macht so viel Damage, ne? Voll geil. Loco Americanos. You fuck with the coon, you answer to his friends, right guys? Yeah, we'll get around to it. Tja, bleibt nicht mehr viel Wahl, ne? You'll never defeat all of chaos. Jetzt stehen sie wieder beide anders. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch zum Kotzen, ehrlich. Ich mag sein eigentlich, ich mag